Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Als Wassermann befindest du dich in einer heiklen Phase deines Liebeslebens, die von der Versuchung geprägt ist, überalte Liebeserklärungen zu machen. Dieser Impuls könnte von oberflächlichen Interaktionen oder flüchtigen Momenten der Anziehung herrühren. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es Zeit und tiefgehende Gespräche braucht, um jemanden wirklich zu verstehen, nicht nur kurze Begegnungen oder charmante Wortwechsel. Bevor du tiefgreifende Erklärungen abgibst, solltest du sicherstellen, dass du eine solide Grundlage und ein klares Verständnis für die Person hast, jenseits der Verlockungen von schnellem Gerede und äußeren Erscheinungen. Die heutige Planetenkonstellation bringt deine gesellige und expansive Natur zum Vorschein. Auch wenn es wunderbar ist, dich der Welt zu öffnen, ist Ausgeglichenheit der Schlüssel. Vernachlässige dabei nicht deine eigenen Bedürfnisse. Es ist wichtig, dass du dir deiner selbst bewusst bist und deine Wünsche zum Ausdruck bringst. Ob du dir einen Moment Zeit für dich selbst nimmst oder einem persönlichen Interesse nachgehst, wenn du dich auf dein Wohlbefinden konzentrierst, kannst du im Umgang mit anderen präsenter und hilfsbereiter sein. Überlege dir, wie du einen positiven Beitrag für deine Mitmenschen leisten kannst. Diese Zeit ist eine Gelegenheit, deinen natürlichen Altruismus über persönliche Vorteile hinaus auszuweiten. Taten der Freundlichkeit und Großzügigkeit, wie ZB die Bereitstellung von Zeit oder Ressourcen, kommen nicht nur anderen zugute, sondern bereichern auch deine Seele und tragen positiv zu deinem karmischen Gleichgewicht bei. Diese Handlungen stärken deine Rolle als mitfühlender und fürsorglicher Mensch, der für das Wohlergehen deiner Gemeinschaft wichtig ist. In deinen romantischen Beziehungen könnte deine Vorliebe für tiefe, bedeutungsvolle Beziehungen eine Phase des Experimentierens durchlaufen. Es kann aufschlussreich sein, sich auf Menschen einzulassen, die einen eher unkonventionellen Ansatz für die Liebe haben, auch wenn dies nicht unbedingt zu tiefgreifenden Beziehungen führt. Diese Interaktionen sind zwar nicht sehr intensiv, bieten aber die Chance, warme und interessante Freundschaften zu schließen und deinen sozialen Kreis und deine Sichtweise auf Liebe und Beziehungen zu erweitern. Diese Woche verspricht einen unerwarteten, aber bedeutenden Erfolg. Dieser kann sich als subtiles, zufälliges Ereignis oder als plötzliche Einsicht manifestieren, die dir hilft, eine langjährige Herausforderung zu überwinden. Nimm diese Überraschungen mit einer offenen und anpassungsfähigen Denkweise an. Solche Momente bringen nicht nur Freude und Erfüllung, sondern stärken auch dein Selbstvertrauen und deine Fähigkeit, mit den Unwägbarkeiten des Lebens umzugehen. Die umwälzendsten Erfahrungen entstehen oft an unerwarteten Orten. Bleib also flexibel und optimistisch, um das Potenzial dieser Gelegenheiten zu maximieren. Der Aspekt der Skorpionsonne zu Pluto im Steinbock symbolisiert eine Zeit der Ermächtigung und der Vertiefung von Wünschen. Dieser kosmische Einfluss ermutigt dich, deine innere Stärke und Entschlossenheit zu nutzen, um deine Ziele zu erreichen. Lass dich auf persönliches Wachstum und Veränderung ein, indem du aus deiner Komfortzone heraustrittst. Diese proaktive Herangehensweise zeigt dein Engagement für die persönliche Entwicklung und ebnet den Weg für bedeutende Erfolge und Selbstverwirklichung. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst.
Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir 3 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Karte Herrscher steht für Autorität, Stabilität und Führung. Sie steht für eine Zeit, in der du ein starkes und strukturiertes Konzept für dein Leben wählen solltest. Für den heutigen Tag legt der Herrscher nahe, dass du eine Führungsrolle übernehmen und in deinen Unternehmungen für Ordnung und Struktur sorgen solltest. Sei selbstbewusst in deinen Entscheidungen und übernimm die Kontrolle über deine Situation. Die 9 der Münzen ist eine Karte des Überflusses, der Selbstversorgung und des Genießens der Früchte deiner Arbeit. Sie symbolisiert oft finanzielle Sicherheit, Komfort und Unabhängigkeit. Heute zeigt die 9 der Münzen an, dass du die Früchte deiner harten Arbeit genießen kannst. Es ist ein Tag, an dem du dich über deine Erfolge freuen und den Luxus und die Annehmlichkeiten in deinem Leben schätzen kannst. Die 4 der Stäbe ist eine Karte des Feierns, der Stabilität und der Harmonie. Sie deutet oft auf ein bevorstehendes Ereignis oder eine Feier hin, die Freude und ein Gefühl der Vollendung bringt. Heute deutet die 4 der Stäbe darauf hin, dass du eine Zeit des Feierns oder des harmonischen Zusammenseins mit deinen Lieben vor dir hast. Es ist eine Zeit, in der du deine Erfolge und die Stabilität in deinem Leben anerkennen und feiern kannst. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf einen Tag hin, an dem du Autorität umarmen, Überfluss genießen und Stabilität feiern kannst. Der Herrscher ermutigt dich, die Verantwortung zu übernehmen und Struktur zu bewahren. Die 9 der Münzen erkennt den Reichtum und die Selbstversorgung in deinem Leben an. Die 4 der Stäbe deutet auf eine Feier oder ein freudiges Ereignis hin, um deine Erfolge und die harmonischen Aspekte deines Lebens zu feiern. Sei heute eine starke und maßgebliche Figur in deinen Unternehmungen, halte die Ordnung aufrecht und sei stolz auf deine Leistungen. Genieße den Reichtum und die Annehmlichkeiten, die dich umgeben, und feiere die Stabilität und Harmonie in deinem Leben. Heute ist ein Tag, an dem du deine Führungsqualitäten und die Früchte deiner harten Arbeit zu schätzen weißt und deine Errungenschaften mit deinen Lieben feierst.